war Fototag die unangenehmste Schulaktivität von allen. Zwischen den geilen Lichtern, dem unbequemen Stuhl und dem falschen Lächeln ist es praktisch unmöglich, ein Bild zu machen, das gut genug ist, um es einzurahmen. Sieht so aus, als hätten wir den klassischen Streber, nimmt seine Brille ab und wird zum Supermodel. Und natürlich haben wir unseren 0815-Sportler mit Basketball in der Hand. Wir haben's verstanden. Ja, du liebst Sport. Und natürlich muss der Lehrerliebling dafür sorgen, dass ihre Medaillen und Trophäen in das Foto kommen. Und dann ist da noch das Muttersöhnchen, der eindeutig das anhat, was ihm seine Mama heute Morgen rausgelegt hat. Na, die kommen direkt in Mamas Brieftasche, keine Frage. Sind wir zu cool für den Fototag, Miss Thing? Oh Mann, Fotos halten sie nur von ihren sozialen Verpflichtungen ab. Oh, Schlag Alarm, wir haben ein aufstrebendes Supermodel hier. Ja, die kommen auf Instagram. Und jetzt macht Platz für die Ballkönigin. Stellt sicher, dass diese Bilder gut werden. Sie werden für immer im Jahrbuch abgedruckt werden. Und zu guter Letzt haben wir noch den coolen Typen, der außerdem jahreszeitlich bedingte Allergien hat. Oh nee, warum fotografiert er in den unangenehmsten Momenten? Ja, ich schätze, es gibt immer nächstes Jahr, oder? Mann, ich fühle mich nach dem ganzen Lernen total schlapp. Ach, keine Sorge. Ich bin wach, ich bin wach. Ach, gut, zurück zu Sokrates. Wo hat der Kerl nochmal gewohnt? Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe für heute genug von Philosophie. Na, Zeit für einen Snack. Könntest du noch lauter sein, Sophia? Tut mir leid, aber ein Mädchen muss essen. Mein Gehirn arbeitet zu viel. Warum ist es so, dass wenn man versucht, Dinge leise zu öffnen, sie lauter klingen als eine Hupe? Oh, Sophia, geht's noch? Wir müssen uns zusammenreißen und lernen. Die Prüfung ist morgen. Okay, jetzt kommen wir endlich zum guten Teil. Hast du gerade ernsthaft mitten in der Bibliothek an dem Ding rumgeknabbert? Oh nee, mein Handy klingelt. Ja, ja, und wer macht jetzt den ganzen Krach? Das hast du davon. Habe ich recht? Stört dich das Knirschen immer noch, Lana? Die Zeit kurz vor dem Mittagessen ist immer die schwierigste. Oh, dieses Bäuchlein klingt hungrig. Was ist das für ein Geräusch? Tut mir leid, Leute, ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt. Ich hoffe, jeder weiß, dass das Bauchgrimmen ist und nicht meine Blähungen. Wow, Mel, hast du da einen Löwen drin oder sowas? Magenknurren ist völlig natürlich, aber das macht es nicht weniger unangenehm. Naja, zumindest Lana findet's lustig. Versuch nicht zu lachen, versuch nicht zu lachen! Oh Mann, das ist schwer. Fräulein Sophia, sag deinem Magen, er soll versuchen, es bei einem stillen Grummen zu belassen, ja? Oh, wie unangenehm. Na gut, warum gehst du nicht raus und isst etwas, um die Zeit bis zum Mittagessen zu überbrücken? Und jetzt können wir lachen. Also, wie ihr sehen könnt, ist die Lösung einfach. Ja, ich peile total, was ihr heute erklärt. Oh, ich bin spät dran. Ich setze mich mal schnell hier hin. Hm, wo kommt denn dieser Typ her? Boah, Mann, ich kann die Tafel nicht mehr sehen. Vor mir sitzt ein Riese. Der sollte in eine Riesenschule gehen. Na, wenn ich mich so rüberlehne, dann kann ich die Tafel sehen. Oh ja, das funktioniert. Ich schreibe einfach weiter mit. Wow, es ist zu heiß hier drin, um eine Kapuze zu tragen. Zeit, die abzunehmen. Oh, das ist besser. Lass die kühle Luft durch meine Haare wehen. Und ich und meine Haare, ja, wir sehen gut aus. Mann, was ist denn da gerade passiert? Wo kommen denn diese Haare her? Boah, das sind so viele Haare. Ich kann nichts mehr sehen. Das ist ja lächerlich. Ich brauche mein Fernglas oder sowas. Was, wenn ich mich hier rüberlehne? Oder vielleicht hier drüben? Ein Glück, dieser Winkel funktioniert. Zurück zum Abschreiben der Gleichung. Okay, ja, das ergibt Sinn für mich. Was hat die Lehrerin gesagt? Ich kann nichts durch mein Haar hören. Ich sollte wohl lieber meine Lauscher aufstellen, damit ich besser hören kann. Ah, viel besser. Jetzt kann ich alles hören. Du meine Güte. Sag mal, willst du mich veräppeln? Jetzt hat der auch noch riesige Ohren? Oh, die sehen ja noch nicht mal echt aus. Oh, aber die sind so groß, dass sie mir komplett die Sicht versperren. Ich sehe nur einen Haarbusch und Riesenohren, aber nicht die Tafel. Oh, das ist auch lächerlich. Okay, das war's. Zeit, es dem Lehrer zu zeigen. Tada!
Das sind meine Notizen der heutigen Stunde. Was ist das, Ava? Das ist nicht die Gleichung. Ich konnte die Gleichung nicht sehen. Oh nein, der hat seine Haare und Ohren eingepackt. Heute ist einfach nicht mein Tag. Boah, die Schüler versuchen wirklich alles, um sich vor der Arbeit zu drücken. Ich werde eine Mathe-Gleichung an die Tafel schreiben. Okay, ich glaube, ich verstehe das heutige Thema. Das ist die Gleichung. Gibt's Freiwillige? Madison, komm nach vorne! Ich? Okay. Ich denke, ich schaffe das. Warte, hänge ich an meinem Stuhl fest? Boah, ich klemme an meinem Stuhl fest. Wie ist das denn passiert? Komm schon, du blöder Rock. Darf ich die Gleichung vielleicht von meinem Platz lösen? Auf keinen Fall. Komm sofort nach vorne. Na gut. Na, wenn sie will, dass ich an die Tafel komme, dann muss ich wohl nach vorne. Mann, jeder starrt mich an. Ich muss sowas von dämlich aussehen. Madison, was machst du mit dem Stuhl? Ich mag den einfach sehr, denke ich. Nee, hör auf damit. Steh auf. Aber ich kann das einfach so lösen. Ich verspreche es Ihnen. Auf keinen Fall. Steh auf, wenn ich es dir sage. Okay, ich stehe auf. Ah, mein Rock ist abgerissen. Meine Einhornkätzchen, jeder kann sie sehen. Man kann ihre Unterwäsche sehen. Boah, die hat ihren Rock verloren. Madison, was machst du in Unterwäsche in meinem Klassenzimmer? Na, wissen Sie was? Das ist mir egal. Meine Unterwäsche ist süß. Und ich weiß, wie ich diese Gleichung an der Tafel lösen kann. So, ich gehe jetzt an meinen Platz. Ah, das ist auch die richtige Lösung. Beeindruckend. Ah, der Unterricht beginnt. Na gut, kommen wir zu euren Hausaufgaben. Bringt sie nach vorne und gebt sie ab, ja? Ah, jetzt ist meine Zeit zum Glänzen. Oh nee, wo sind meine Hausaufgaben? Oh, ich muss sie in meinem Rucksack vergessen haben. Oh nee, nix da. Wo könnten die denn sein? Mein Spind. Ich habe sie da drin vergessen. Nein. Entschuldigung, Frau Lehrerin. Ich muss sie aus meinem Spind holen, ja? Ich bin sofort wieder da. Oh nee. Warum hängen die denn an meinem Spind rum? Hi. Ich muss mal kurz an meinen Spind, ja? Bitte. Ich muss mich nur an euch vorbeiquetschen. Entschuldigung. Bitte. Das ist mein Spind. Vielleicht kann ich ihn von hier aus aufmachen. Warte, das ist die Lösung. Vorsichtig, schön langsam. Ja, das ist nicht das, wonach es aussieht. Boah, was für eine Verrückte. Komm, wir machen uns weg hier. Oh, endlich, die sind weg. Oh nee, ich falle. Oh, ich bin okay. Warum geht denn er nicht auf? Oh, mein Spind ist da drüben. Upsi. Okay, ich habe Zeit, die nächsten Bücher zu holen. Oh, die sind da oben. Hey, was ist das für ein Gelächter? Boah, deren Achseln sind total nass. Oh, nee. Oh, die ist so eklig. Ich wette, die stinkt auch. Was soll ich denn jetzt machen? Ich ziehe mein Pullover aus. Oh nee, ich häng fest. Au, ich komme nicht raus. Boah, die ist so seltsam. Lass uns abhauen. Komm schon, du dummer Pullover, runter mit dir. Oh, endlich. Okay, alles klar. Zurück zu meinem Schließfach. Au! Oh mein Gott, bist du okay? Oh, das tut mir so leid. Ich helfe dir auf. Au, was denn passiert? Hey, gib mir deine Hände, ja? Wie wär's mit einem Kuss? Ja, sicher. Gerne. Warte mal. Auf keinen Fall. Na gut, dann eben nicht. Schere, Stein, Papier. Ja. In Ordnung, Klasse. Ich hoffe, ihr seid bereit für einen Überraschungstest. Was? Ein Test? Heute? Mal sehen, wie gut ihr gelernt habt.
Hey, das sieht ja gar nicht so schlimm aus. Und hier einer für dich. Ich kann die Tests anscheinend nicht trennen. Na komm schon, ich brauche nur einen. Das ist ja wohl lächerlich. Sieht so aus, als ob ich doch keinen Test schreibe heute. Warum funktioniert das denn nicht? Ew, boah, das ist viel Spucke. Boah, siehst du das? Was ist denn los? Oh, das ist so eklig. Na also, geht doch. Hier ist dein Test. Ekelhaft, ich hab den Spucketest. Oh Mann, wie übel bin ich froh, dass ich nicht du bin. Das ist echt eklig. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Ew. Worauf wartet ihr noch? Beginnt mit dem Test. Los jetzt. Oh, die tut einfach so, als wäre nichts passiert. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich erwischt wurde. Blöder Herr Klagmann. Ich hätte nicht schummeln müssen, wenn er ein besserer Lehrer wäre. Jake, ich wurde beim Spicken erwischt. Er hat mich rausgeschmissen und jetzt falle ich beim Test durch. Oh, das ist nicht gut. Ja, mein eigener Spickzettel war perfekt. Das werde ich mir nie rechtzeitig merken können. Was mache ich denn jetzt? Moment mal. Ja, das kann funktionieren. Rein mit dir, Spickzettel. Zeit loszulegen. Hallo, Herr Clarkman. Ich bin bereit für den Test. Ja, bringen wir es hinter uns. Boah, ich bin so schlecht in Mathe. War das schon lange genug? Ja. So tun, als hätte ich Kopfschmerzen. Nee. Zahnschmerzen? Boah, das wird er mir nicht glauben. Magenschmerzen, perfekt. Herr Clarkman, mir ist ganz schlecht. Okay, ich glaube dir, Jake. Ich bin gleich wieder da. Oh, der hat's mir abgekauft. Ich hab's geschafft. Ja. Yeah. Oh, ich bin so ein Genie. Was? Mensch, wo kommt denn all der Müll her? Mein Zettel, der muss doch hier irgendwo sein. Oh, wer frisst denn am Morgen so viel Süßigkeiten? Oh, das hört doch einfach nicht auf. Oh, ich hab ihn. Moment mal. Was? Nein! Stopp, ihr beiden! Keine Spickzettel während des Tests erlaubt. Her damit! Alle, Kate! Nein, unsere Noten gehen dahin. Ich weiß, dass du noch mehr hast. Herr Clarkman zerstört jeden Traum. Momentchen mal, ich habe eine Idee. Na, das funktioniert auf jeden Fall. Ich brauche einen Stift und einen Cutter. Und jetzt schneide ich einfach den Gummigriff des Stifts auf. Ja, und dann nehme ich ihn ab. Ganz einfach. Zeit für ein bisschen Kleber. Ich gebe einfach den Kleber auf den Stift. Und jetzt kommt mein Spickzettel. Ich lege das Ende des Spickzettels auf den Kleber. Aber aufpassen, dass er ordentlich klebt. Zeit, den Gummigriff wieder anzukleben. Ich setze den Griff wieder an Ort und Stelle. Und drehe den Spickzettel unter den Griff. Das perfekte Versteck. Ins Mäppchen mit dir. Jake, du hast dich also entschieden, teilzunehmen. Gib mir den Spickzettel. Ich hab keinen, Herr Clarkman. Ich glaub dir nicht. Öffne deine Tasche. Ja, bitteschön. Zeig mir dein Mäppchen. Nichts als Stifte. Du benimmst dich ganz schön verdächtig, Jake. Naja, okay. Geh rein und schreib den Test. Was? Wie soll ich das denn ohne Spickzettel schaffen?
Ich werde den Test mit Sicherheit rocken. Also, Spickzettelstift. So, also ich muss einfach nur die Antworten ausrollen. Direkt vor mir versteckt. Jetzt bin ich bereit für den Test. Mein Stift funktioniert noch nicht mal. Ich bin Kate, nicht Cat. Och, ich nehme einfach Jakes Ersatzstift. Nein! Kate, ich brauche diesen Stift. Ach, sei doch nicht so besitzergreifend, Jake. Ihr zwei, was ist da los? Oh, warum ich? Womit habe ich das bitte verdient? Kunstgeschichte ist sicherlich spannend. Aber es geht doch nichts über die Mittagspause. Und ich habe das leckerste Sandwich eingepackt. Die werden so neidisch sein. Habe ich es vergessen? Ich bin so blöd. Brian's Burger sieht so gut aus. Mir läuft schon beim Hinschauen das Wasser im Mund zusammen. Ist das frittierter Fisch? Kann ich einen Bissen haben? Oh Mann, die sind alle so egoistisch. Mein Magen knurrt wie verrückt. Das ist echt hart. Nein, das kann doch nicht. Ist das meine Mutter? Wo ist meine kleine süße Eva? Vielleicht sieht sie mich nicht. Ich glaube, das ist ihre Klasse. Oh Gott. Da ist mein Eva, Schatzi. Ich habe dein Essen gebracht. Du hast es in der Küche vergessen. Deine Mutter ist hier. Mama, was dagegen, wenn... Du bist im Wachstum, Süße, und brauchst dein Mittagessen. Aber du wirst immer meine kleine Eva bleiben mit diesen süßen Affenbäckchen. Mama, das ist unglaublich peinlich. Geh jetzt. Ist komplett auf, okay? Bis später. Da wäre ich doch lieber hungrig geblieben. Ernsthaft? Du bist Mamas kleine Eule. Das ist nicht witzig. Ich kann nicht glauben, dass ich zwischen diesen Idioten sitze. Okay, bringen wir es hinter uns. Schau dir nur diese Brille an. Oh Mann, ich habe die Hausaufgaben total vergessen. Schaut euch nur Annes Heft an. Und alles ist farblich markiert. Das ist gar nicht gut. Okay, Klasse. Bereit für den Unterricht? Das wird ein Spaß. Denn wir werden die Hausaufgaben besprechen. Oh, mein schlimmster Horror. Wie gern ich jetzt unsichtbar wäre. Und wer ist mutig genug anzufangen? Was ist nur los mit diesen Leuten? Ich komme bestimmt zuerst dran. Davon träumst du wohl, Verlierer. Ich muss hier weg. Ob sie mich hier unten wohl sehen kann? Ist das Eva da unten? Ich schaue mir die Dinge nur aus einem anderen Blickwinkel an. Ich... Ich wette, Jake hat mehr zu sagen. Nein, ich will von dir hören. Oder vielleicht Annie? Ich will dich, Eva. Was mache ich nur? Oh, Annie wird mir helfen. Danke im Voraus. Machst du Witze? All die harte Arbeit? Komm schon, wach bleiben. Was plappert sie denn jetzt? 1 + 1 ist... Mathe ist echt nicht mein Ding. Nein, kein Interesse. Nächstes Mal sollte ich blau wählen. Ah, immer noch diese Gleichung. Wie lange denn noch?
Noch 20 Minuten. Ich sollte allein fürs Wachbleiben eine 1 bekommen. Könnte sie noch langsamer unterrichten? Wenigstens habe ich einen neuen Stift. So ein schönes Blau, was? Wie konnte ich bitte das alles verpassen? Ich habe doch nur eine Sekunde weggeschaut. Hey, stopp! Was? Oh, ich gebe auf. Pizza ist das beste Mittagessen. Warte, was ist das für ein Geruch? Boah, das stinkt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die setzt sich hier hin. Hey, ich setze mich hier hin, wenn es dir nichts ausmacht. Mein üblicher Tisch ist besetzt. Hi. Boah, was ist die denn da eigentlich, was so stinkt? Ach, was für eine schöne Zwiebel. Die riecht so gut. Oh mein Gott, die isst die wie ein Apfel. Ich habe noch eine Zwiebel, wenn du auch eine möchtest. Nee, danke. Mir reicht das. Wie du willst, dann mehr für mich. Dieser übrig gebliebene Fisch ist so gut. Ein ganzes Fischfilet? Widerlich. Ach, das sieht gut aus. Ich muss nur noch die Zwiebeln und Paprika anordnen. Jetzt kommt der Fisch obendrauf. Ich muss das kurz aufwärmen. Bin gleich wieder da. Oh, die ist weg und sie hat den Fisch mitgenommen. Ah, Fanta wird helfen, den Geruch zu beseitigen. Das ist aber ein mächtiger Zwiebelatem. Oh, mein Fisch ist fertig. Boah, ich kann das bis hier riechen. Hey, ich habe unser Mittagessen. Oh, danke, ich bin am Verhungern. Oh, das wird so lecker. Oh, das schmeckt fantastisch. Oh, ja, hier ist eine Serviette, wenn du eine brauchst. Du hast da was im Gesicht? Oh, alles klar. Ja, danke. Hier, du kannst sie wieder haben. Boah, das ist so eklig. Ich könnte nie so schlampig sein. Hey, ja, vielleicht solltest du ein Lätzchen benutzen. Was? Bin ich ein Baby? Nee, danke. Ganz im Ernst, ich denke wirklich, dass du eins nutzen solltest. Okay, gut. Mann, ich will doch nur essen. Es wird noch schlimmer. Wie kann das denn noch schlimmer werden? Boah, die weiß noch nicht mal, wie sie isst. Bah, aus dem Weg, ihr Haare. Oh, ich kann da nicht mehr hinsehen. Boah, was ein Albtraum. Das Mittagessen war toll. Was? Ich muss weg. Ja, manchmal ist sie echt komisch. Hey, oh, mehr Essen für mich. Hallo, Klasse. Wir werden über die uralte Geschichte sprechen. Okay. Ich begebe mich nur schnell zu meinem Schreibtisch. Apropos uralt. Bei seinem Tempo werden wir nichts weiter lernen. Ist der eingeschlafen? Hey, Lehrer! Und ich darf nicht vergessen, die Orchideen zu gießen. Wo bin ich? Oh ja, mein Klassenzimmer. Na gut, also, wo war ich? Ah ja, den Schülern etwas über Geschichte beibringen. Die uralte Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Na endlich, sieht so aus, als würden wir jetzt doch noch etwas lernen. Ich werde aus Kapitel 7 vorlesen. Oh, Lehrer? Oh nein, 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 ich glaube, er ist gestorben. Wir brauchen Hilfe. Okay, wo war ich? Oh, es geht ihm gut. Was für eine Erleichterung. Oh, ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Damals in der Antike. Oh, okay, es scheint, dass das alles für heute war. Du hast recht, das ist witzig. Setzt euch, Klasse.
Matt, kommst du schon mal nach vorne? Oh Mann, ich hasse es, zuerst dran zu sein. In Ordnung, beginne bitte mit deinem Vortrag. Okay, ich habe eine Studie über die Häufigkeit von Dinosaurierfossilien mit Federn gemacht. Oh Mist, wie heißt der eine Dinosaurier nochmal? Stimmt, okay, ich hab's. Oh Mann, ich werde für diese Stiefel töten. Oh, nicht schon wieder, ich vergesse ständig meine Fakten. Hä? Aber ich glaube, sie achtet gar nicht auf meinen Vortrag. Na, wenn das so ist, dann kann ich es mir auch leichter machen. Ja, ja, sehr interessant, mach weiter. Ich wette, ich finde diese Stiefel auch im Angebot. Und das war mein Vortrag, danke. Hey. Hey. Oh, gut, sehr gut gemacht, sehr gute Arbeit. Jetzt geh zurück auf deinen Platz. Hey, Jen. Ich schreibe noch diese Gleichung zu Ende und jetzt bist du dran, sie zu lösen, Kate. Ach, easy. Ich kann die Gleichung ganz einfach lösen. Ach, sieht so aus, als ob sich jemand für besonders schlau hält. Und dann wandert diese Variable hier hin, zieh die Linie da und setz die Gleichung fort. Klammer nicht vergessen. Ja, sieht so aus, als ob wir den ganzen Tag hier sein werden. Und ich bin fertig. Willst du mich auf den Arm nehmen? Du hast einen ganzen Roman geschrieben. Gib mir diese Kreide. Ich brauche jetzt meine rote Kreide. Zeit, die Arbeit zu kontrollieren, Kate. Nichts, hier nichts, hier nichts. Aha! Hier ist er. Du hast vergessen, die Klammer zu schließen. Das ist doch kein großer Fehler. Aber ein Fehler genug, um durchzufallen. 6F. Setz dich wieder hin, Kate. Was? Aber das ist nicht fair. Ich kann nicht glauben, dass sie mich durchfallen lässt, nur weil die Klammer fehlt. Nächste Gleichung. Jake, die ist für dich. Jake, komm bitte nach vorne. Jake, hallo. Jake. Jake, du sollst nach vorne kommen. Jake, würdest du bitte an die Tafel kommen? Muss ich wirklich? Na gut. Bitte löse diese Gleichung an der Tafel. Was, wenn ich nicht will? Du wirst es bestimmt gut machen. Das ist gut. Ja, mach weiter. Ich glaube, das ist die nächste Zahl. Oh, sehr gut. So beeindruckend. Okay. Und die nächste Zahl ist eine 3. Ja! Ups. Gib Jake einen Applaus für seine gute Arbeit. Ja, voll ins Schwarze getroffen. Ja. Großartige Arbeit. Du bekommst eine 1. Was? Das macht doch keinen Sinn. Oh, unglaublich. Zu Hause ein stilles Örtchen zu finden, kann schwierig sein. Vor allem, wenn man sich konzentrieren muss. So weit, so gut. Ach, aber gerade wenn man ins Rollen kommt, lauert die nächste Ablenkung um die Ecke. Und diesmal ist es die Putzmutti. Och, warum ist die denn so laut? Mom, bitte! Ich gehe schon. Ach, tut mir leid. Also, was ich mit der Photosynthese meinte... Ah, du bist am Computer, Jen? Ich muss dir was erzählen. Ich hatte voll das lustige Gespräch mit Brian. Verzeihung, geht's noch? Schlürf deine Nudeln woanders. Okay. Also, was ich mit der Photosynthese meinte ist... Ja, und wenn du denkst, du hast deine Ruhe, verlieren sich ein paar Touristen in deinem Zimmer. Und so funktioniert die... Was ist denn das für ein Lärm? Oh, ihr wollt mich wohl veräppeln. Ich hab's auf die nette Art versucht. Nehmt eure Maracas und verschwindet. Ich mein's ernst, haut ab. Tür zu. Oder noch besser, zuschieben. Och, das macht keinen Sinn. Oh, die Antwort liegt vor meinen Augen. Nachdem du die Spitzen verbiegst, verbiege auch den Griff. Cool, oder? Leg die Gabel auf das Schließblech.
Dann mach die Tür zu und steck den Griff durch die Spitzen. Oh, na endlich. Okay, tut mir wirklich leid. Wenn das nächste Mal jemand stören will, muss er woanders hin. Echt, Leute, seid doch nicht so hart zu ihr.